Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier steht Susanne von Bollenhut Art und das ist heute das letzte Video zu meiner Backbuchserie. Was wir heute machen, ist die Signatur einnähen und hinter noch ein schönes Dingeldangel, so nenne ich das, dran machen. Weil das tut einfach jedes Journal irgendwie noch so ein bisschen aufwerten, finde ich. Und wir machen Dingeldangel, was man ganz einfach abnehmen kann und auch an jedes andere Buch hinhängen kann, wenn man es möchte. Also bleibt dabei und direkt geht's los. Da sehen wir ja jetzt das Junk Journal, bevor die Signatur reinkommen. Und das, was ich euch jetzt zeige, das war im letzten Video schon so ein bisschen am so Mitte drin. Also ich habe mich da vorbereitet und habe genau in der Breite von dem Buchrücken mir ein Stück Pappe geschnitten, das genau da reinpasst. Zur Verstärkung mache ich da noch ein bisschen ein Gewebeband rein. Also gerade einfach so zur Sicherheit. Das könnt ihr machen, müsst ihr nicht, wenn euer Buchrücken ganz alles noch intakt ist. Und das ist das Stück Pappe und dann brauchen wir ein Stück Stoff noch. Der Stoff ist tatsächlich so ein bisschen ein Leinenstoff und den habe ich jetzt noch umnäht. Das ist aber nur Dekoration, einfach, dass er besser aussieht und dann tut es auch keine Fäden mehr ziehen. Und jetzt nehme ich einen Buchbinderleim, diese Materialien, das ist immer bei mir unten in der Infobox verlinkt, wenn ihr euch sowas mal kaufen möchtet. Also ein guter Kleber brauchen wir auf jeden Fall. Und da habe ich das Stück Pappe eingestrichen damit und das klebe ich jetzt auf den Stoff. Das Ganze gibt dann einen verdeckten Buchrücken, so sagt man das. Man nennt es Hidden Spine. Hidden heißt versteckt. Ja, oben hat das Stück noch Pappe rausgeguckt, habe ich nicht so gut gemessen. Also beim Stoff habe ich nicht so gut gemessen, das habe ich später dann abgeschnitten. Ja, und jetzt geht's los. Jetzt müssen wir die Signaturen, und ihr wisst vielleicht noch, ich habe ja 9 Signaturen. Das heißt, in der Mitte kommt auf jeden Fall eine rein und dann auf die rechte Seite 4 Stück und auf die linke Seite 4 Stück. Und mein Buchrücke ist tatsächlich nur 4 cm breit gewesen. Und dementsprechend habe ich mir das ausgerechnet, dass ich habe alle 4 mm jetzt, habe ich jetzt ein Striching gemacht. Das ist eine sehr enge Bindung. Aber wenn ihr die Videos, die davor gelaufen sind, schon geguckt habt, da habe ich euch ja erklärt, ich mache pro Signatur diesmal nur wenige Blätter. Ich habe nur 2 Blätter immer gemacht, dafür halt mehr Signaturen. Jetzt habe ich die Mitte ermittelt und von oben und von unten jeweils so 3 cm ein Striching gemacht. Und dann müsst ihr eine Ahle nehmen und dann bohrt er ihr überall an den Kreuzungen ein Loch rein. Ich habe unten drunter so ein Sketchbook gelegt, also mit der Pappe nach oben, dass ich nicht in meine Tischplatte Löcher reinbohre. Da müssen wir was unterlegen, altes Buch oder so. Und wenn er dann alle Löcher hat, dann tun er das umdrehen und von der Stoffseite her piekse ich die alle nochmal durch. Alle. Also sind immer 9 Stück dann, weil 9 Signaturen und das 9 mal 3. Ne? Also habt ihr da jetzt genug Löcher drin, ne? Und dann geht es auch schon los. Helfen tun euch solche größere Klammern. Ihr könnt auch Wäscheklammern nehmen, wenn ihr sowas nicht habt. Und da tun ihr eure erste Signatur euch hinrichten. Und die lege ich jetzt neben die Löcher vermittelt. Und dann mache ich einen kleinen Bleistiftstrich. Ich zeige euch das gleich nachher nochmal. Habe ich da hingemacht, wo die Löcher schon vorgebohrt sind. Dass das wirklich 1:1 übernommen wird und an der richtigen Stelle sitzt. Und jetzt bohre ich erstmal die Löcher hier in mein Papier vor. Von innen. Und von außen dann, also von außen zuerst und dann von innen nochmal. Und ich werde mit einem ganz normaler gewachster Faden meine Signatur einnähen. Verlinke ich euch auch unten drunter. Da gibt es so Buchbindersets, die sind sehr günstig. Da ist alles dabei, da ist die Ahle dabei, da sind Nadeln dabei und dieser gewachste Faden. Ist wirklich 10 Euro vielleicht kostet es. Also das kann man sich wirklich mal zulegen. Ich habe meins schon jetzt Jahre. Ist immer noch das erste. Gell? Ja. Also ihr fangt, da habe ich jetzt angefangen von innen. Da müsst ihr euch merken, da wo ihr anfangt auf der Seite, da landet hinterher oder Knoten. Also die erste Signatur habe ich von innen angefangen. Da war dann der Knoten am Schluss auch innen. Also ich bin von der Mitte nach außen gegangen und dann von außen nach innen wieder oben und jetzt gehe ich wieder raus. Ich zeige es euch jetzt nachher nochmal genauer und ich verlinke euch auch ein Video, was ich mal ganz genau nur für diesen Dreilochstich gemacht habe.
Es gibt auch, glaube ich, eins für den Fünfloch-Stich auf meinem Kanal. Da gehe ich da ganz genau drauf ein. Aber ich denke, ihr habt schon so viele Videos von mir gesehen. Das habe ich schon tausendmal gefühlt erklärt, wie das geht. Das ist echt nicht schwer. Ich mache jetzt gleich nochmal die zweite Signatur. Von der Außenseite fange ich da an, weil ich habe da jetzt, nachdem die erste Signatur drinnen war, beschlossen, nee, ich möchte die Knoten nicht inne haben. Also in dem Fall, ein Knoten habe ich jetzt inne. Da mache ich ihn jetzt gerade hin. Da muss man dann gucken, dass schön alles straff ist. Und dann wird so dreimal ein Knoten übereinander gemacht. Und der Faden, der so von ganz oben nach ganz unten geht, der sollte drüber liegen, dass man den jetzt richtig fest knoten kann. Ist wichtig. Ja, und dann schneidet man das ab. Und dann ist es halt so. Dann sieht man jetzt den Knoten auf der Innenseite. Hat mir jetzt nicht so gefallen. Darum tue ich jetzt alle andere Signaturen, also alle andere acht, also da sitzt man eine Weile, mache ich jetzt, fange ich jetzt von außen an. Also da zeige ich es euch jetzt dann nochmal genauer. Da habe ich jetzt schon ein paar mehr eingebunden. Ich bin schon bei der, ich weiß nicht wie viel, der sechste, siebte oder so. Ich lege die dann immer übereinander so. Also ich vermittle das quasi mit den Signaturen, die schon drin eingebunden sind und diese Büroklammern nicht vergesse und immer checke, ob eure Blätter richtig rum sind. Also es wäre ein bisschen blöd, wenn dann eins auf dem Kopf eingebunden wäre, ne? Dass man es dann nicht lesen kann. Ja, da hatte ich jetzt schon mehr Routine, habe ich sie so übereinander gelegt. Jetzt nehme ich einen Bleistift und übertrage mir gerade das Loch, was ich unten vorher am Stoff vorgebohrt hatte, auf meine Papiere. Jetzt kommt die Unterlage, jetzt bohre ich diese drei Löcher vor. Und ich glaube auch wieder von innen. Also schön, dass die wirklich einmal schön durchbohrt sind. Also von beider Seite habt das einfach einfacher. Wenn ihr schöne große Löcher gebohrt habt, habt das später dann wirklich einfacher mit dem Einnähen. So, jetzt wird der Faden genommen. Das ist so 2,5 mal etwa die Höhe, sagt man. Oder ich habe ihn jetzt diesmal sogar auf der Rolle drauf gelassen. Ich habe ihn gar nicht abgeschnitten. Kann man ein bisschen Faden sparen. Also ihr habt gesehen, ich habe jetzt von außen angefangen, bin durch den Buchrücken durch, bin jetzt inne im Buch gelandet, jetzt gehe ich oben wieder raus, auch wieder durch den Buchrücken raus und jetzt gehe ich ins untere Loch wieder rein, wieder an die Signatur rein und jetzt müssen wir in der Mitte wieder nach außen. Dort ziehe ich jetzt ein bisschen der Faden raus. So, und jetzt gehen wir in der Mitte, jetzt ziehe ich ein bisschen alles immer straff. Und durch die Mitte, wo wir vorher schon mal durch waren, müssen wir jetzt wieder nach außen. Und da müsst ihr immer gucken, dass ihr den Faden nicht durchstecht. Da müssen wir ein bisschen rumfummeln. Wenn man schon viele Signaturen eingenäht hat, dann klappt es ganz gut. Da ist jetzt wieder wichtig, der Faden, der von ganz oben nach ganz unten geht, dass ihr den jetzt mit dem Knoten festknotet. Also der sollte oben drüber laufen. Und dann machen wir halt so zwei, drei Knoten hin. Wenn man gewachste Faden, die gehen euch nicht mehr auf. Ja. Und das ist wirklich eine tolle Bindung gewesen. Ich muss es wirklich sagen. Auf Instagram blätter ich das Journal durch. Da könnt ihr euch das mal angucken. Es liegt auch wirklich flach. Ja, und jetzt wird es schon eingeklebt. Tatsächlich. Da nehme ich jetzt meinen Buchbinderleim. Und der kommt jetzt genau da drauf, wo die Pappe ist. Die sieht man ja dann nachher nicht mehr. Das verbindet sich jetzt nachher gleich mit dem Buch. Und der Stoffüberschuss da rechts und links, da mache ich jetzt noch keinen Klebstoff hin. Das machen wir dann später, ein paar Stunden später, wenn das dann getrocknet ist, das Ganze, dann kommen später dann diese Stoffstückle, dann wäre da noch angeklebt, aber erst danach, wie gesagt. Und ihr seht, das ist ganz schön viel Klebstoff drauf, also da sparen wir wieder nicht. Nebelgeräusche kommen vom Nebenzimmer, wundert euch nicht, mein Sohn ist wieder am Start. So, und jetzt gucke, das muss nicht verkehrt rum einnähen. Also Schrift nach oben, lieber dreimal aufpassen, bevor einmal dann reingeklebt und dann klebt es. Also der Buchbinderleim, der klebt gut. Also ihr könnt es jetzt da einsetzen einfach, das spürt man dann auch, wenn es in der Mitte ist. Ihr könnt es am Anfang schon noch ein bisschen hin und her schieben. Ich mache auch gerne mal dann die Buchdeckel zu, dann spürt man das einfach, ob es schön in der Mitte sitzt. Ihr könnt es jetzt immer noch etwas verschieben. Und dann ist immer wichtig, dass ihr von oben so drauf drückt. Also ich habe jetzt oben Klammern hingemacht, die helfen euch, dass ihr einen Druck ausüben könnt. Und ich habe auch stärkeres Papier genommen, 120er Papier. Und das, was ich jetzt mache, jetzt gehe ich mit so einem Bonfolder wirklich zwischen den Signaturen, da ist nicht viel Platz, das ist echt nur Millimeter, gehe ich da dazwischen und drücke das richtig schön hinter an dem Buchrücken fest. Also das läuft alles hier mit ein bisschen schneller natürlich und ich habe auch einiges rausgeschnitten. Da lasst ihr euch Zeit, das muss sich
Das ist eure Verbindung mit dem Buch. Was anderes gibt's nicht. Da wird nicht durch den Buchrücken durchgenäht. Dieser Klebstoff, das ist die Verbindung mit eurem Buch. Und dann habe ich zwei solche Flaschen hingestellt und habe das trocknen lassen. Einige Stunden. Seht ihr, so sieht es aus von oben. Und das war jetzt der nächste Tag. Und da mache ich jetzt noch so ein Dingeldangel dran. Ich habe jetzt mittlerweile schon diese Stofflabelle auch tatsächlich angenäht. Ganz dünner Klebstoff habe ich dahin gemacht. Und ich habe vorher habe den Lappen so hingelegt, die zwei Stoffstücke, die da rechts und links übrig waren, und habe mir meinen Bleistift, bin ich da drum rumgefahren und habe das dann, dann wusste ich, wo der Klebstoff hinkommt, habe den ganz dünn mit dem Pinsel aufgetragen, diesmal dünner, dass das nicht durchsuppt, und habe dann den Klebstoff aufgetragen und dann die Stoffstücke festgemacht. Ja, und jetzt sehen wir mal, das ist ein Glas voll Perlat, das habe ich schon ewig im Schrank stehe. Und das gibt jetzt dieses sogenannte Dingeldangel. Und ich nehme nur eine Bulldog-Klemme. Das ist das Einfachste der Welt. Und ich nehme weißer Buchbinderfaden tatsächlich, ein gewachster. Den nehme ich nicht gern zum Näher, der ist mir irgendwie zu grell. Aber für so ein Dingeldangel machen, habe ich jetzt beschlossen, ist der optimal. Das sieht so schön, so frisch aus. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Passt halt gut zu deiner schönen bunten Perle. Und das ganze Buch ist ja so ein bisschen nicht Vintage, das ist ja so ein bisschen moderner, oder ich weiß gar nicht, wie ich sage soll, was es für ein Stil ist, ich kann es euch nicht sagen. Ich find's einfach goldig, und darum sind da auch alles Mögliche jetzt an Perle ist da dran gekommen. Und das ist ganz einfach. Ihr nehmt diesen Buchbinderfaden, ein ganz schönes Stück erstmal, und dann machen wir das einfach oben durch die Bulldog-Klemme, gehen wir durch und knoten euch das mit dem Doppelknoten oben fest. Und da kommt halt nicht nur ein so Strang hin, sondern so viele, wie ihr einfach wollt. Also ich habe ordentlich viele Stränge dran gehabt. Ich kann es euch nicht mehr sagen. Vielleicht 8 oder so. Und dann wäre immer Perle aufgezogen. Und meistens habe ich die, also dann habe ich immer nach der Perle dann einen Knoten gemacht. Also die könnte runterrutschen bis zum Knoten. Und dann habe ich wieder eine Lücke gelassen. Und dann habe ich auch das Buch aufgestellt, damit es nicht unter aufsteht. Also die Fäden, die können unten rausgucken, die darf man lang lassen, die kann Petra dann auch abschneiden auf der Länge, wie sie es möchte. Seht ihr? Da zeige ich euch jetzt, wie ich es festmache. Einfach durch die Bulldog-Klemme durch. Und dann wird da ein Knoten hingemacht. Ein Doppelknoten habe ich, glaube ich, jedes Mal hingemacht. Und das ist das Einfachste der Welt. Und da passen einige von den Fäden durch, wirklich einige. So, jetzt ist der Doppelknoten dran. Ne? Das Ganze ist schön fest. Und jetzt nehmt ihr eure Perle und dann am besten noch eine bisschen kleinere Perle unter dran. Also da ist eine kleinere Perle unter dran. Und jetzt mache ich diesen Doppelknoten. Das ist, ja, so macht man das, und dann rutscht da euch nichts unten raus. Der, Jesus Gott, mein Sohn kämpft gerade im Turnier. Es tut mir jetzt wirklich leid. Aber ich glaube, ihr hört mich trotzdem noch ein bisschen besser. Naja, auf jeden Fall kommt dann Doppelknoten hin, und jetzt sind die ersten zwei Perlen fertig. Und die Höhe, die bestimmt ihr jetzt. Und wenn ihr das da dranhängen habt, dann ist das eigentlich toll. Dann könnt ihr genau gucken, oh, wo habe ich denn jetzt schon Perlen, von denen die schon dran sind, und wo fehlt es jetzt noch. Ihr könnt dann auch mit der Farbe variieren. Ihr könnt auch mal einen Knopf auffädeln. Das habe ich jetzt zum Beispiel gemacht. So einen Knopf mit zwei Löchern, da geht man rein und raus. Und da rutscht beim Knopf nicht wirklich viel. Ich habe trotzdem noch eine Perle unten hingemacht, damit es nicht doch zur Not irgendwo, weiß Gott, wohin rutscht. Und ja, da könnt ihr euch austoben. Und ich habe mich ausgetobt. Seht ihr das? Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Da sind auch ein paar so besondere Perlen reingekommen, aus Holz und schöne Glasperlen. Und hört euch das an. Das ist toll, oder? Ich liebe das, ich liebe dieses Geräusch. Das, was da dazwischen ist, das mit dem blauen Herz, da gibt es ein Video, das verlinke ich euch drunter. Die habe ich mal gemacht vor, ich glaube, 2 Jahren. Das ist ein Bierdeckel von, oder so Flaschendeckel halt. Kann man auch benutzen. Da habe ich so kleine Flaschendeckel-Dekorationen gemacht. Und da habe ich jetzt eins davon, damit dran hängt. Ja. Alles Mögliche, was ihr findet in eure Schätzle, könnt ihr da hinmachen. Am Schluss könnt ihr so Endperle noch dran machen. Und das kann man an jedes Journal hinmachen. Seht ihr, da ist das Bierdeckel. Da ist eine Öse drinne. Und die Knöpfe dran. Und die lange Fädele, das darf Petra selber abschneiden, wenn sie es stört.
Man kann es einfach wegmachen und an ein anderes Buch dran machen oder man lässt es dranhängen. Oder beim Backen zum Beispiel würde ich es jetzt eher wegmachen, da stört es vielleicht in der Küche. Die ganze Perle können jetzt wieder zurück. Das hat Spaß gemacht. Also ich habe noch nie eins gemacht. Einfach nur mit so Perle und so. Also ich habe schon andere gemacht mit Stoff und Spitzebänder. Aber ich finde, bei einem Backbuch ist das vielleicht gar nicht so geschickt, wenn da so viel Stoff und sowas rumbaumelt. Weil wenn es in der Küche wirklich im Einsatz ist, das kann man einfach wegmachen. Kann man das auf Zeit legen. Und wenn man es ins Regal stellen will, kann man es da oben einfach wieder hinklippen. Und wenn es im Regal steht, sieht es halt irgendwie trotzdem nett aus, wenn da was dran hängt. Ja, und da sieht man mal, was man alles so hat an Sachen. Mega Sachen. Was ich jetzt noch machen möchte, ich habe ja da ein digitales Papier dazu gemacht. Das habe ich euch in einem Video gezeigt. Und ich hatte ja eigentlich vor, nur zwei Seiten zu machen, quasi das da einmal in DIN A5 Größe und in kleiner. Das ist noch kleiner gedruckt, da kann man ganz kleine machen. Das hat aber was mit dem Ausdrucken zu tun. Das normale digitale Papier ist das und dann nochmal DIN A6 Größe. Aber wie gesagt, ich glaube, das kennt ihr schon. Und was ich dann aber dazu gemacht habe zu dem digitalen Papier, ist solche Seite. Das sind die Blümchen, die hier tatsächlich die von Hand ausgeschnitten habe. Das sind die da. Und da habe ich so ein Papier gemacht. Das sind, da sieht man so nochmal diese, wo das so komplett war. Und ich liebe ja sowas, wenn ich so ein Papier habe und ich kann mit dem dann einfach Briefumschläge falten. Und da habe ich 6 Seiten gemacht. Einmal sind die Blümchen eben größer oder ganz klein, wie hier. Oder so mittel. Und so habe ich es mit den Blümchen auch gemacht. Die gibt es in groß, in ganz klein oder in mittel. Und wenn man dann quasi auf die Rückseite was Passendes druckt und man macht dann einen Briefumschlag, dann sieht es ganz nett aus. Und das mache ich jetzt. Da mache ich jetzt einen Briefumschlag und der kommt auch tatsächlich noch ins Journal rein. Weil, ja, wie sage ich jetzt, da kommen noch diese Page-Tabs, wie heißt denn das, diese Reiter dran, diese, wo drauf steht, wie der Kuchen heißt. Weil ich habe jetzt mir überlegt, die Petra bekommt übrigens das Journal. Die Petra, von die das Junk Journal Event quasi macht. Ich brauche einen Bleistift. Und die bekommt das Journal von mir. Und da habe ich gedacht, wenn sie mal tatsächlich so einen Kuchen gemacht hat und den fand sie dann gut, dann kann sie ja an die Stelle so ein quasi den Name quasi von dem Kuchen, da gibt es ja bei dem digitalen Papier hier, da gibt es diese ganze Name, wie die Kuchen heißen, als so Page-Tabs. Also die kann man dann knicken und dann kann man das quasi außer dann hinkleben. Und dann weiß man, und ich dachte jetzt, das mache ich in einem Briefumschlag und dann kann sie dann an die Kuchen, die sie toll fand, kann sie das dann ja, hinkleben. Also wenn ich so einen Briefumschlag mache, dann ist es wichtig, dass man ein quadratisches Papier hat. Darum habe ich das gerade mal so zu einem Dreieck gerade eben gefaltet oder mal so angedeutet. Dann habe ich hier den Bleistiftstrich hingemacht. Das kann man für was anderes irgendwann benutzen. Und meine Umschläge, das kann man halt überlegen, was kommt außen hin, was kommt innen hin. Das müssen wir mal überlegen. Also ich markiere mir die Mitte. Einfach nur so, dass ich die da sehe. Also das muss nur so angedeutet sein. So. Und jetzt gehe ich bis zur Mitte mit meiner Spitze hier und falte das so zu. Da darf sich es quasi küssen. Hier die zwei. Jetzt drehe ich so rum, falte das nach oben.
wenn man schon fast Umschlag sind am Bild, ja. Und es fällt dann einfach nach unten. Ja. Und jetzt wird es noch geklebt hier, diese Ecke da oben. Das da, was hier quasi zu viel ist, das kann man noch rausschneiden. Dann ist da nicht so viel Papier übrig. Gerade großzügig kann man das rausschneiden. Gerade so auch ein bisschen da mehr als wie dieser Winkel, also mehr wie 90 Grad. Dann passt es perfekt. Gerade bis zu dem Eck. So. Wenn man es will, kann man das da unten auch nochmal, aber da unten ist ehrlich gesagt gar nicht so wild. So, jetzt muss man nur überlegen. Faltet man so rum und sieht so innen aus. Oder faltet man den Briefumschlag in diese Richtung. Darum habe ich diese Papiere eben vorder- und Rückseite bedruckt, weil ich finde, wenn man dann einen Umschlag faltet, dann ist es halt einfach süß, wenn es dann innen, wenn innen irgendwie auch noch so ein Dekor rauskommt. So ist er auch süß. Und wenn man es aufmacht, sieht man die Blümle. Ich glaube, ich mache es so rum. Genau. Ja. Das heißt jetzt, der wird jetzt einfach geklebt. Hier die Spitze hier, die da, ihr seht das jetzt schlecht, die falte ich ein bisschen nach unten und dann nach innen. So, dann mache ich die dann fest. Ich nehme gerade einen Klebstoff. Ah, das wollte ich mal testen. Oh. Der noch, was ist denn? Habe ich schon ewig nicht mehr benutzt, aber dann würde ich den sogar mitnehmen zum Event. Könnte ich jetzt gerade mal testen. Oh, der ist schon fest eingetrocknet. Ich brauche gerade mal Zange. Aha. Ich bin gespannt, ob da noch was rauskommt. Da ist so eine Mischung drin zwischen ein bisschen Buchbinderleim, der bisschen mit Wasser verdünnt ist. Ich muss schon kräftig drücken. Ich glaube, da mache ich noch ein bisschen Wasser dazu. Dann müsste das funktionieren. Da kann man halt ganz präzise so Klebstoff auftragen. Und das Zipfel da oben machen wir auch noch. Ich glaube, ich muss den nur gut schütteln. Dann ist der wieder gut. Und dieses Edelstahl da oben reinmachen. Ich glaube, das muss Rohr ein bisschen verstopft. Die kann man kaufen. Die sind nicht günstig. Das sind zwei Stück in der Packung. Ihr seht, das hat schon einiges hinter sich. Aber ja, die füllt man dann selber. Da ist nichts drin. Muss man dann selber füllen mit dem Klebstoff der Wahl. Also hier schön ein Vintage-Foto. Ja, ich bin schon sehr gespannt. Also wenn ihr mal die Gelegenheit habt, zu so einem Junk Journal-Event zu kommen, dann ja, sparen wir da drauf, probiert es mal aus. Klar, da kommt schon ein bisschen was zusammen, weil man übernachtet ja im Hotel. Ja, oder halt Ferienwohnung oder was auch immer ihr halt dann euch bucht. Das müsst ihr halt dann alles dazu rechnen. Aber es ist einfach schön, mal so ein Wochenende ja, mit Leuten zu verbringen, die so das gleiche Hobby haben, die, wenn man erzählt, was man macht, über Junk Journaling quasi redet, die nicht irgendwie komisch aus der Wäsche gucken, weil sie überhaupt keine Ahnung haben, von was man jetzt gerade spricht. Also die normale Menschen, so die haben ja überhaupt keinen Plan, was ein Junk Journal überhaupt ist. Die meisten Leute, also in meinem Bekanntenkreis, die haben keine Ahnung davon. Die interessiert es auch recht wenig. Also das mit meinem Hobby stehe ich in meinem Bekanntenkreis. Also außer die Leute, die ich eben über YouTube und so kenne, sonst relativ alleine da. Also meine Verwandtschaft oder so. Die haben überhaupt keine Ahnung davon gar nichts. Haben auch, ehrlich gesagt, kein Interesse daran, aber das muss halt, das liegt ja auch nicht jedem. Ne? Das ist halt schon ein spezielles Hobby. Ich finde es super schön und bin froh, dass ich das für mich entdeckt habe. Und wenn man halt bei so einem Junk Journal Event ist, dann ist das eine tolle Sache. Und diese Events, die gibt es jetzt öfters.
Jutta von Funkelkram hat eins gemacht, mit wo ganz viele Leute da waren. Also in ganz Deutschland findet man das jetzt. Heilbronn, das ist jetzt quasi so mehr so für die Süddeutsche oder Mitteldeutschland. Und dann gibt es noch eins im hohen Norden oben. Das macht auch die Birgit Bruns und die Petra von Pierre Kupferkunst. Also man kann da schon so seine Ecke finden, wo man mal so ein Event besuchen kann. Aber man muss schnell sein, weil die sind ratzfatz ausverkauft. Das ist so. Und ja, von so her bin ich froh, dass ich wieder kommen darf. Und ja, freue mich. So, jetzt haben wir das. Haben wir die, das dann machen wir auch noch. Also alle Kante einfach von so einem Briefumschlag, wenn man da so ein bisschen so distress, dann sieht es sehr viel interessanter aus, als wie das gerade halt ausgesehen hat. Da kann man sogar noch ein bisschen. So. Ein ganz süßer Umschlag. Und da kommen jetzt diese Dinger da rein. Die tue ich einfach nur so ein bisschen vorschneiden. Und dann kann sie sich die selber quasi dann zurechtschneiden. Ich glaube, muss man gerade gucken. Ja, das da könnte ich auch noch nutzen. Hier dieses, die Bedeutung vom Backbuch. Das ist eigentlich auch ganz nett. Das ist eben alles bei dem digitalen Papier dabei. Diese ganze Page Tabs, da habe ich einen ausgeschnitten. Ich mache das jetzt nur grob, einfach ein bisschen kleiner. Und dann kann sich Petra sich das dann, wenn sie es dann benutzen möchte, selber aussuchen. Diese ganze Kuche wird sie in ihrem Journal finden, weil ich habe von beide digitalen Papiere alle Kuchen reingemacht. Also das ganze Journal ist wirklich voll. Und die Kuchen sind alle mega lecker, weil das sind ja die Lieblingskuchen von meinen Zuschauern. Das waren ja so Einsendungen mit den Lieblingskuchen von meinen Bollenhutart-Zuschauern. Und das war so eine tolle Sache. Also ich fand es richtig toll, dass ich auch alles so viel mitgemacht habe. Das ist jetzt schon länger her. Aber eben, das ist ja immer noch aktuell, finde ich. Und gerade als Geschenk finde ich das eine ganz, ganz tolle Sache. Jetzt schneiden wir das auch noch zurecht. Und da die Butter leer sind, da kann man dann quasi eigene Kuchen noch dazu schreiben und dann das als Page-Tab dann benutzen. Das ist wie so aus einem Dude geschrieben, das Bollenhutart-Backbuch, was das bedeutet. Das ist quasi die Lieblingsrezepte für meine Zuschauer. Das kann da auf jeden Fall noch mit drauf. Irgendein Stöffle drunter, also ein bisschen Spitze. Da darf jetzt ein ganz kleines bisschen Spitze rein oder irgendwas. Jetzt ist alles so. Ach du Schande. Dinge, die Welt nicht braucht. Eieiei. So. Jetzt ist Marian Josef. Ich sage ja immer noch, ich muss immer noch aufräumen. Aber ich schaffe es jetzt heute nicht mehr. Ja, jetzt keine Chance. So. Das nähern wir noch hin. Das ist jetzt einfach nur noch ein bisschen Deko. Sonst sieht es so langweilig aus da oben. Ich hoffe, dass das recht bald antrocknet. Da sind, wie gesagt, jetzt diese ganzen Page-Tabs drin. Und das kommt dann noch ins Buch. Ja, so sieht's aus.
Ich habe gemeint, ich hätte es durchgeblättert, aber ehrlich gesagt, ich habe es anscheinend nur für Instagram durchgeblättert. Da könnt ihr gerne mal gucken. Jetzt sehen wir einfach nur noch Fotos, wie es dann ausgesehen hat, weil es ist ja nicht mehr bei mir. Ich habe es der Petra geschenkt auf dem Junk Journal Event. Und so als Dankeschön für alles. Und ja, es hat Spaß gemacht. Unglaublich viel Spaß gemacht. Da sind wirklich viele Kuchen drin, ne, von euch Zuschauer. Und ja, es ist halt ein schönes Geschenk einfach für jemanden. Also wenn ihr das als Geschenk für jemanden macht, dann habt ihr wirklich selber dran geschafft. Da sehen wir nochmal die Briefumschläge, die ich gemacht habe. Da gibt es ja lauter Videos. Das ist ja eine Playlist sozusagen. Die ist auch unten drunter verlinkt. Da könnt ihr dann Video für Video das Ganze nachmachen und euch euer eigenes Backbuch kreieren. Und wenn wir jetzt so auf die Fotos gucken, da sehen wir jetzt einfach, es liegt wirklich flach. Und das hat mit dieser Bindung zu tun. Das waren 9 Signaturen. Ich habe noch nie 9 Signaturen irgendwo eingenäht. Aber pro Signatur nur 2 Blätter. Und das hat es so gemacht, dass es echt flach liegen kann. Und das war mir ganz wichtig. Da bin ich gerade echt dahinterher, dass die Sache flach liege. Weil ich das einfach viel besser finde. So, ihr Lieben, das war's mit der Backbuchserie. Viele von euch haben es tatsächlich haben auch Backbücher sich gemacht. Ich habe Fotos gesehen, ich habe Fotos geschickt bekommen. Also ich freue mich da unglaublich drüber, dass es so gut angekommen ist und dass ihr da Spaß dran gehabt habt. Und in diesem Sinn wünsche ich euch was. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank you.